So, ahoi meine Lieben, Südkass hier, herzlich willkommen zur nächsten Folge Railroad Corporation. So, wir fahren hier mit unserem Zug Bretter und Getreide holen. So, jetzt geht's dabei. Wie viele Bretter haben wir hier? 4. Nicht so schlimm. So, jetzt nimmt er die. Jetzt fährt er darüber, lädt 2x Getreide dazu. So, jetzt müssen wir hier aufpassen, wenn er hier soweit ist, dass wir ihn überspringen lassen. So, und jetzt fängst du das wieder von vorne an und dann war es das eigentlich schon. So, ich hoffe nur, die Whiskyfabrik ist schnell genug. So, jetzt geht's da rein. Jawohl, da liegt schon 2x Whisky rum. Also, es liegt Whisky am Lager, nicht Whisky rum. Das mixt doch keiner. So, jawohl. Und er bringt das da zur Mission. Wunderbar. Sehr schön. So, hier sehen wir 7 geliefert, hier 12 geliefert. Ja, wunderbar. Läuft, läuft, läuft. Wunderbar. Schön. So, so langsam komme ich auch wieder rein hier. So, Pine Bluff verlangt nun nach Papier. Interessiert mich gerade mal wie Fechten. Die Zugkraftforschung wurde abgeschlossen. Das interessiert mich schon ein bisschen mehr. Wir können hier noch eine neue Lok erforschen. Nö, wir machen aber erstmal... Wo geht es hier noch weiter? Hier bei Leistung können wir noch richtig was reinballern. Dann sind wir da in 26 Tagen fertig. Was ist das hier? Habe ich denn eigentlich hier? Ich habe 7 Lobbyisten, die kann ich langsam auch mal. Ach, Vicksburg, jetzt wollen sie da schon Whisky haben, ja, die feinen Herren und Damen. Starkville hat noch keine Post, da müssen wir es noch so lassen. Tuscaloosa. Halt, hier zeigt er noch was an. Oh ja, hier. Alemander, hin und erforschen, erforschen, erforschen. So, das Problem ist bloß, ich kriege jetzt nicht schnell noch die Bretter ran, würde ich mal unterstellen. Jetzt sind wir bei 2, wenn er losfährt. Und der andere Zug war noch nicht wieder da, der Bretter bringt. Das ist er, oder? Ja. Moment, da müssen wir dich hier einmal... Nee, nicht. Einmal kopieren, ja? Ist das die richtige? Ja. So, dann schicken wir da einen zweiten Zug hin. Lieber habe ich, dass das Lager voll läuft, als andersrum. Obwohl ich den dann auch einmal wieder verfolgen muss. Weil wenn du denn einmal das Holz abgeliefert hast, dann überspringst du und fährst nochmal zurück. Weil ich brauche dann hinter oder im Sägewerk ein bisschen mehr Vorrat.
Vorrat war das entscheidende Wort. So. Okay. So, jetzt haben wir auf der Strecke zwei Züge und hier sollte eigentlich jetzt keiner warten. Also, das war jetzt der erste, der hier gerade ablädt und jetzt auflädt. Was haben wir hier Schönes? Steuer für Baum, Post, Steuervorzüge, warte auf Abstimmung. In wo denn? Alexandria, bin ich da? Ach so, das interessiert mich nicht. Oh, warte mal, da könnte ich aber was gegen den machen. Wie ist denn das? Städtische Steuervorzüge erhöhen den Gewinn durch Postlieferung um... Nö. Alemander. Zack, meine ich. Dem wollen wir ja nicht noch mehr Gewinn gönnen hier, unserem Gegner. Der soll gefälligst ohne Gewinn arbeiten. So, also das passt hier. Ne? Das Sägewerk hat anständig Vorrat hier. Das läuft. Hier haben wir jetzt wieder vier Bretter. Wo bleibt der Whiskyzug? Das ist der hier, ne? Ja. Oh, Bücherziel wurde abgeschlossen. Nicht abgeschafft, abgeschlossen. Das heißt, wir müssten jetzt hier einmal in die Druckerei gehen und sagen, Stadtmarkt, bitte verkaufe deine Bücher jetzt an da, wenn du mehr als 5 hast. Ah, dann ist das so. So. Schön, schön. Was haben wir hier? Verlangt. Cersei verlangt nur nach Post. Ne, den Ort hatte ich nicht, ne? Neuer Vertrag für Baumwolle. Interessiert mich gerade nicht. Wir müssen jetzt hier nämlich noch 4 Fässer Whisky hinbringen. So, und hier wird, ach so, ab 5 packt er da rein. Da müssen wir irgendwann mal gucken, nicht, dass es voll läuft. Aber ich hoffe mal, bis dahin haben wir die Mission hier schon gewonnen. So, was ist los hier, Whiskymann? Forschung wurde abgeschlossen. Wir haben hier die Leistung verbessert. Dann, ja, hier Betriebssicherheit erstmal alle drin, weil da können wir noch weiter forschen. Verlangt nun auch nach Whisky. Da kommt da. Oh, wir haben schon gewonnen. Na, wie schön. Yeah. Nächste Mission. Oh, jetzt habe ich aber gar nicht alles erforscht, wie ich das sonst immer mache. Naja, so. Firmenkapitalwert, 8 Millionen haben wir gemacht. Keine Überziehung mehr. Alle Missionen erledigt. Jo, dann geht's weiter. Was soll ich denn jetzt hier noch erforschen? Lokomotivenkostensenkung, Personalvermittler, Ingenieur. Dem Ingenieur ist nichts zu schwören. Hat sich das hier ändert hier? Das sieht irgendwie anders aus.
Nee, Gewinn durch Postlieferung, Lokomotiven, Kostensenkung. Wie viele Punkte habe ich denn? 2000. Was kann ich mir hier noch Schönes machen? Angestelltengehalt, Angestelltenumzugskosten, Ingenieur, Forschungsstartpreis, Forschung, Gebäudekosten. Das ist eigentlich auch alles nicht schlecht hier. Und hier haben wir Brückenbaukosten, Erdbauarbeiten, Schienenbaukosten, Tunnelkosten. Ja, wenn man wüsste, was die nächste Mission ist. Aber ich denke, ich würde erstmal hier dann rein investieren. So, nächste Mission. Erste Herausforderung. Informationsschreiben. Sehr geehrte Damen und Herren, die Regierung von Missouri hat es sich zum Ziel gesetzt, das Chaos und die Vielzahl der Eisenbahnunternehmen und verschiedenen Standards in der Region zu beenden. Landschenkungen an Eisenbahnunternehmen unterliegen ab sofort folgenden Bedingungen. Feste Spurweite von 4 Fuß, 8,5 Zoll oder 1435 mm. Stahlschienen anstelle von Eisenschienen, Firmenwert von mindestens 3 Millionen. Ihre Firma entspricht derzeit nicht den an. Ich hatte gerade 8 Millionen Firmenwert. Von Bedingung 3, Firmenwert von 3 Millionen. Sollten Sie Ihren Firmenwert nicht erhöhen, verlieren Sie Ihre Landschenkung. Thomas Clement Fletcher, Gouverneur von Missouri. Ja, danke, Thomas. Okay, Pause. Hey. Wo ist mein Gegner? Hier bin ich. Alter, haben wir aber eine fette Map hier. Erhöhe deinen Firmenwert. Ja gut, so, wir haben viel in Personen und was hab ich denn hier für einen Scheiß? Na fuck, wie viel Geld habe ich denn? Und ich krieg 100.000 zu Beginn. Na, herzlichen Glückwunsch. Na toll, die fetten Städte sind alle bei dem da hinten. Und ich kann hier bauen. Oh, ach so, wo ist denn eigentlich bei dem da hinten? Das missfällt mir. Ist eigentlich egal, komm, wir müssen auf uns schauen. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier, wir brauchen Getreide, Kohle und Holz. Wo kriegen wir das denn alles her? Hier kriegen wir Kohle her, hier kriegen wir Holz her. Und da gibt's Getreide. Am meisten zahlen sie im Moment für Kohle und Kohle ist auch die kürzeste Strecke. Dann würde ich sagen, bauen wir da mal. Bestätigt. Haben wir hier denn irgendwo eine Werkstatt? Haben wir natürlich nicht. Dann müssen wir hier gleich mal eine Werkstatt noch bauen. So, und dann brauchen wir hier eine Lok. Scheiße! Alter, scheiß die Wand an, ey. Willst du mich verarschen? Boah, da müssen wir irgendwas Billiges kaufen hier. Wie viel hat die denn hier? 66 km/h und 55 Tonnen. Dann nehmen wir die erstmal. Holen wir hier Kohle. Und bringen hier Kohle hin. Alter Schwede, ist das ein Kack. Müssen wir die Kohle hier noch teuer einkaufen. Aber was hilft das? Wir müssen erstmal in Gange kommen. Oh, wir haben hier irgendwo
von hier und bis hier, das wäre eine schöne Strecke zum Passagiertransport. Okay, so, wir haben das erste Mal. Was zahlen sie noch für Holz? 3000 und für Getreide. Ja, Gesetze für Steuer interessieren mich gerade mal gar nicht. Müsste hier erstmal in Gange kommen, Alter. Machst du überhaupt Plus? Ja, ist natürlich auch doof, dass der leer zurückfährt. Naja, okay, 5000. Bisschen Plus macht da. Wie viel Kohlen verbraucht ihr so? Ich verbrauche die Kohlen gar nicht schnell genug. Zeig mir, wie viel kostet das? Wenn wir... jetzt hier hinbauen. Scheiße, und das bringt mich hier der Stadt überhaupt nicht näher. Eigentlich wäre hier Weizen. Nee, das ist Mist. Eigentlich wäre hier zum Weizenfeld, weil dann sind wir fast bei an St. Louis dran. Mit jedem Mal, wenn wir hier Kohlen hinfahren, steigt ja die Bevölkerung hier um 35. Ich brauche wahrscheinlich einen Kredit, würde ich sagen. Wenn wir dahin das Getreide holen, ich meine von da das Getreide holen, was kostet 115.000? Oh Gott! Erdarbeiten, kann man das nicht irgendwie ein bisschen günstiger machen? Bauen wir hier halt erstmal in die Fälle rein, oder was? Können wir ja dann immer noch mal neu bauen. Aber 20 ist auch ein bisschen zu mager. Kostet es jetzt nur 50.000. Das ist besser. Wir geben das Geld mal aus. Naja. So, und dann sagen wir unser Lok. Wenn du denn in Evansville abgeladen hast, dann fährst du bitte hier zum Weizenfeld. Weizen kannst du viermal haben und dann fährst du da wieder hin und entlädst den Weizen. So, weil Kohle haben wir ja gleich voll da, ne? Das sind schon 6 von maximal 20. So, jetzt musst du jetzt doch erstmal wieder Geld verdienen. Mehr können wir gerade nicht machen. Naja, da geht's dolle bergauf immer.
Aber dafür haben wir halt auch viel Geld gespart. Immerhin, unser Zug ist schon im Plus. Das hat eine Quälerei. Ach ja, Getreide bringt ja nicht so viel. Ich würde hier gern... Warte mal, Werkstatt. Kann ich hier noch eine Werkstattbeschleunigung bauen? Ja, komm, bau. Oh, wieso habe ich denn gerade wieder so viel Minus gemacht, ey? So, aber ist egal. Kauf die Kohlen. Liefer Kohlen ab. Was ist denn hier los? Komisches Spiegelbild hier. Was ist denn jetzt hier? Als Gouverneur von Missouri sorge ich mich natürlich um meine Bürger. Mir ist aufgefallen, dass unsere Bauholzindustrie unter dem derzeitigen Ölrausch leidet. Ich bitte Sie darum, in unsere Bauholzindustrie zu investieren und so unter Beweis zu stellen, dass diese weiterhin profitabel ist. Sollten Sie erfolgreich mit Ihrer Investition sein, zieht dies neue Investoren an, mit denen wir unsere Bauholzindustrie weiter ausbauen können. Wenn wir $200.000 mit dem Verkauf von Bauholz einnehmen könnten, sollte die Profitabilität unserer Bauholzindustrie... Ich weiß nicht, ja, komm los, wir versuchen's. Ich habe ja hier offensichtlich erstmal keine Vorgabe, wie lange ich dafür brauchen darf. So, aber ich komme nicht so richtig hier. Na, 13.000. Ja, ja, komm, komm, komm. Ich brauche mehr Kohle. Ich bin bei minus 24. Na, wir lassen ihn immer durchfahren. So, lad auf hier, Kohlen. Vielleicht hätte ich hier schon anders auch mit Berg und Tal bauen sollen. Das kann durchaus sein, dass wir das nochmal anfangen müssen. Kommen hier nicht voran. Ich, wenn's will. Oh, wir haben jetzt Passagiere. Das ist gut. Was zahlst du denn für einen Passagier? 300. Und das ist nicht mehr weit bis St. Louis da. $36.000 funktioniert so nicht. Ich mach miese. Scheiße.
Warte mal, wir versuchen jetzt mal hier. Ach, ich kann mir noch gar keinen Kredit holen, ne? Ne, den Anfang haben wir leider verkackt. Wir schaffen das nicht, weil wir haben jetzt, wir sind jetzt einmal gefahren und anstatt Plus zu machen, machen wir Minus. Boah, der Anfang ist echt mies, ey. Gut, wir fangen die Mission nochmal an. Wo kann ich das hier machen? Mission neu starten. Das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ahoi und ciao, ciao.